glaube ich, in 90 Minuten klar dominant. Also die haben schon einen Schiedsrichter in der 88. anbettelt, dass er keine Nachspielzeit gibt. Ich habe es halt noch miterlebt. Von dem her, so bitter das ist, die haben die einzige Chance. Das war leider ein Foul und ein Elfer. Ich weiß nicht, ob es ein Foul war. Ich habe es nicht so richtig wahrgenommen. Von dem her ist es nicht bitter, weil wir, glaube ich, erste Halbzeit klar dominant waren und zweite Halbzeit eh schnell in Rückstand geraten sind, von dem her nur noch klein sind. Ich glaube, dass wir über das ganze Spiel gesehen die spielbestimmende Mannschaft waren. Und ich glaube, wir haben gesehen, wie wir wollen. Und ich glaube, von dem her ist das 1-1 zu wenig sogar. Also ich glaube, dass wir sich aufgrund unserer kämpferischen Leistung, dass wir sich da auch einen Sieg verdient hätten. Natürlich, wir haben erwartet, von diesem Spiel 3 Punkte zu holen. Am Schluss ist nur ein Punkt geworden, obwohl ich glaube, dass wir alles getan haben, um 3 Punkte zu holen. Haben wir genug Chancen gehabt, haben wir viel Kampf und viel Einsatz gebracht. Vielleicht haben wir nicht so brillant gespielt, wie man erwartet hat, aber auf diesem Niveau nach 33 Spielen war auch das nicht wirklich zu erwarten. Das Glück war uns in der Liga in dem Jahr nicht unbedingt in der Hinrunde jetzt einmal nicht unbedingt der Wegbegleiter. Und von dem her wird man dann vielleicht auch unruhig. Man hat gesehen, unsere Leute ins Stadion kommen und haben schon wieder angefangen zum Pfeifen. Ja, das muss man als Spiel eigentlich drüber stehen. Und Gott sei Dank, sage ich trotzdem, haben wir noch einen Punkt rausgeholt. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Spiele gemacht. Ich glaube, es war das 33. Spiel. Und von dem her, glaube ich, tut uns die Winterpause sehr, sehr gut. Wir haben tolle Kampf gezeigt, tolle Einsatz gezeigt und bin eigentlich sehr zufrieden, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. Nicht spielerisch müssen wir uns verbessern, werden wir uns verbessern. Aber Kampf und Einsatz, das ist Grundvoraussetzung, das haben wir gebracht. Es hat sehr, sehr gute Phasen gegeben und auch sehr, sehr schlechte Phasen. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir aber auf das ganze Jahr 2013 irrsinnig stolz sein, weil wir in diesem Jahr, das jetzt zu Ende geht, eigentlich unglaublich viel erreicht haben mit den Meistertiteln, mit der Qualifikation für die Champions League, dass wir sie dort so gut präsentiert haben. Ich glaube, die ganze Austria kann stolz sein auf das Jahr 2013. Für den Kopf ist das unglaublich. Wir haben zwar körperlich sehr viel investieren müssen heuer. Wir haben, glaube ich, über 32 Spiele gehabt in der Hinrunde. Aber vor allem für den Kopf ist das eine wahnsinnige Belastung gewesen. Ich glaube, der Suti als Nationalspieler hat gesagt, er hat 4 Tage frei gehabt in dem halben Jahr. Von dem her weiß man, wie gut das Support tut. Die Reise 2014 wird dorthin gehen, dass wir schauen, dass wir einfach sie im vorderen Tabellendrittel, von der Rede von den ersten 2 Plätzen, dass wir sie dort irgendwie schauen, dass wir sie festsetzen. Ich glaube, der erste Platz wird ganz, ganz schwierig, weil Salzburg einfach eine unglaubliche Saison spielt. Aber unser Ziel ist es auf jeden Fall, Zweiter oder Dritter zu werden und damit in den Europapokal zu kommen.